Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Spielerunde. Und zwar zur ersten mit der neuen Sortierung meiner Binder. Ich bin gespannt, wie wir durchkommen. Wir spielen heute meinen ersten Binder mit den Spartöpfen Sonstiges, Lebensmittel und Auto. Und dann meinen zweiten Binder mit, habe ich eben Shopping gesagt? Sonstiges ist hier drin. Dann hier ist Shopping drin, Technik und Freizeit. Ja. Genau, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir starten auf jeden Fall mit dem ersten Binder und genau, gucken mal, ja, wie es so wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. So, als erstes den Topf Sonstiges. Genau, ich habe mir gedacht, bei dieser Sortierung kann ich ja so ein bisschen dann auch gucken, okay, welche Challenges brauchen gerade Geld, müssen beendet werden und welche noch nicht. Und hier habe ich hier einmal diese drin und einmal die Schiffsreise von gemeinsam sparen. Und hier habe ich auf jeden Fall höchstens noch 4 Wochen. Ich kann das theoretisch auch vielleicht sogar nächste Woche schon beenden. Von dem her würde ich mich bei dem hier, würde ich mir ein bisschen Zeit lassen, weil der Topf ja auch gerade gut gefüllt ist. Und deswegen würfeln wir auf jeden Fall jetzt erstmal nur einmal. Das ist der Piratenschädel von Kreatives Stübchen. Und hier habe ich eine 3 und eine 1 und spare hier heute 4 Euro. Genau. Und dann komme ich hier auf 10. Genau. Also hier sind noch 6 Euro drin. Die nehme ich mal raus. Und den 10er nehme ich auch raus und packe 20 Euro rein. So. Dann kommt das wieder rein und hier nur ein Feld abzukreuzen reicht auf jeden Fall. Dann haben wir hier nämlich, wie gesagt, die Schiffsreise von gemeinsam sparen und da packe ich heute die 6 Euro rein. So, die male ich einmal hier an. So. Und genau, dann nehme ich mal 1 Euro raus und packe 7 Euro rein. Das kommt weg. Ach ja, und mitschreiben muss ich jetzt wieder. Also muss ich nicht, aber möchte ich gerne. Wenn ich es auf Dauer vergesse, mache ich das einfach hinterher. Also Piratenschädel hat 4 Euro bekommen und die Schiffsreise jetzt 6. Genau, und wir sind schon in der dritten Oktoberwoche. Ne? Deswegen habe ich die erste Woche jetzt hier einmal gestrichen, weil ich weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir schon in der dritten Woche sind. ja. So, dann machen wir die Mexiko-Club-Karte. Die ist von Sally and Tommy. Und hier würde ich gerne mal mit Blau und Grün würfeln. Eine 2 und eine 3 habe ich schon und so rum habe ich die auch schon. Eine 5 und eine 4 habe ich schon und eine 5 und eine 4 habe ich schon. Okay. Eine 2 und eine 5 habe ich schon und eine 2 und eine 5 habe ich schon. Was ist das denn hier? Eine 5 und eine 4 hatte ich doch gerade. Eine 3 und 3 sind 1 Euro. Da würfel ich noch ein zweites Mal. Eine 2 und eine 3 hatten wir doch auch gerade schon. 6 und 6. Wir dürfen einen Cocktail abkreuzen und somit ein Feld freirubbeln. Und ich entscheide mich für, nein, dieses hier im Meer. Da sind 7 Euro drunter. Das heißt, wir sparen hier heute 8 Euro rein. Jetzt ist die Frage, das ist eine 66, oder? Ich glaube wohl. 66 plus 8 sind 74 Euro. Genau. So, dann tausche ich mir das einmal. Also diese 50 Euro tausche ich mir einmal gegen einen 50-Euro-Schein. So, und dann haben wir hier 50, 70, 74. Und das kommt weg. So. Genau. So, dann habe ich hier 8 Euro reingespart in die Mexiko und in die Dublonenjagd. Hier können wir uns nämlich jetzt Zeit lassen.
Genau, hier würde ich gerne ein Feld freirubbeln. Das sind 5 Euro. Ich glaube, dabei belasse ich es auch mal. Plus 5 sind 34 Euro. Fünf. Und dann haben wir insgesamt 18, 23 Euro diese Woche in Sonstiges gespart. So, Lebensmittel. Der Obstgarten, den möchte ich ja jetzt langsam abschließen. Und ich habe das ja letzte Mal schon so gemacht, dass ich mir einfach eine Karte gezogen habe und dann was abgekreuzt habe. Also das Spielbrett nutze ich jetzt so nicht mehr. Jetzt müssen wir eben schauen. Die hier habe ich, glaube ich, alle beendet. So. Genau, das Spiel ist von That Organized Lady. Und da ziehe ich diese Karte. Hier kommen schon mal, ich habe noch gar keinen Folienstift. 2 Euro kommen hier auf jeden Fall rein. Nicht hier ein. 2 Euro und dann nehme ich den 1 Euro auch noch mit. Sind wir bei 3. Dann ist die abgeschlossen. Und die Birne 4 Euro und in einem Baum mit. Nochmal 5 sind 8 Euro, die hier reinkommen. Was haben wir dann noch? Cocktailparty? Ja. Okay, 8 Euro. Ja, das machen wir. Und das ist Woche 2. Woche 3 brauchen wir. So, und dann haben wir nämlich schon über die Hälfte der Karten, genau die Hälfte der Karten abgeschlossen. Aber hier sind ja auch, also es sind ja überall auch schon Kreuze gemacht. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte gespielt. So, ich lege das jetzt hier so rein. Kann ich nächstes Mal einfach nur den Kartenstapel greifen und muss dann nicht wieder hin und her alles suchen. So, achso, den brauche ich, um die 8 Eimer aufzuschreiben. So. Plus 8 sind 93, also 193. Ja, das Geld kann ich auch so langsam im Spartopf gebrauchen. Mal gucken. 150, 170. Tausche ich hier nochmal ein bisschen hin und her. 190. Und 3. So, und die Cocktailparty. Eine Klappkarte von Budget Magic. Hier würde ich mal einmal mit dem Achterwürfel würfeln. Habe eine 5. Und was habe ich hier drin? 85. Ja. Plus 5 sind 90 Euro. Viele Zehner. Tausche ich mal. Genau, 5 Euro. Und bei Emilias Café können wir uns jetzt Zeit lassen. Das habe ich ja gerade erst angefangen. Da würde ich dann jetzt erst die anderen beiden Spiele priorisieren. Ich habe eine 1 gewürfelt, das heißt, wir dürfen rubbeln. Genau, das sind 4 Challenges, deswegen mit dem Viererwürfel. Und ich rubbel mal hier. Auch 5 Euro. Okay, dann war es das hier schon. Okay, warte mal. So. Okay. Plus 5 sind 19 Euro. Und dann habe ich hier nämlich noch die Vintage Rubbel Challenge von Jules Budget drin. Und
5 schreibe ich mir eben auf. Ich überlege, ob wir die einmal überspringen. Weil hier kommen 60 € bei raus. Und ich habe da bisher 24 € drin. Und es sind nicht mehr allzu viele Rubbelsticker. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich bisher die niedrigsten alle aufgerubbelt habe und hier nur noch hohe Beträge auf mich warten. Naja, komm, ich versuch's mal. Ah, 7 €. Ja, gut. 7. So, und dann haben wir genau 15, 20, 25 € in Lebensmittel gespart. Schreibe ich auch eben mit dazu. Und wir kommen zur Kategorie Auto. Da habe ich einmal diese Rubbel-Challenge neu drin. Genau, die gehört zu dem Set mit dem hier und noch einer dritten Challenge von gemeinsam sparen. Einfach wunderschön jetzt für den Herbst. Und ich würde mal den hier unten als erstes aufrubbeln. Der hat sich irgendwie ein bisschen verirrt. Und auch da sind 7 € drunter. Okay. Jetzt geflüstert ist das. Naja. 7. Dann haben wir den Herbstspaziergang. Hier würfel ich mit einem Würfel. Eine 4. Die habe ich hier oben nicht mehr. Hier unten ist noch eine. Und male ich das jetzt auch in Rot aus. Wie wäre es mal mit Braun? Braun benutzen wir sonst nie. So. Und dann kommen hier mal 4 € rein, einfach einen kleinen heute. Und wir kommen zur Lorraine von der Niki von Engine Interior Design ist das. Und hier sind Rubbelkrümel. Das hefte ich mal, glaube ich, kurz aus. Dann kann ich leichter rubbeln. Kurz wieder zumachen, sonst fällt mir hier alles auseinander. Und hier würde ich gerne mal hier oben das Feld frei rubbeln. Und ich glaube, es ist eine 5. Ja, die Zahlen sind da so zart drin geschrieben. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht erkennen. Ah, es ist auf jeden Fall eine 5. Auch genauer hinschauen. Und irgendwie zieht sich die 5 hier so ein bisschen durchs Video. Naja, so. Ach so. Hinten aufschreiben, hätte ich auch vorher machen können. Plus 5 sind 23 Euro. Okay, dann kommen wir zu den Wichtelfreunden. Eine wunderschöne Klappkarte von Kaffee und Quatsch von der Tanja. Und genau, hier schreibe ich mal eben auf 5 € bei der Lorraine. Und hier würde ich mal ein Blatt ausmalen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Und spare dafür 2 €. Ja, und das sieht man, glaube ich, gar nicht. Sieht man das in der Kamera? Naja. So. Naja. Und da belassen wir es heute mal bei. Das darf man eben trocknen. Ich schreibe hier schon mal die 2 € auf. Na, komm her. So. Okay, und das Moonlight Castle. Hier ja, sind wir ja im ersten Kapitel auf der Jagd und heute rubbel ich mal ein großes Feld frei. Bin sehr gespannt, was da drunter ist. Und hier ist sogar ein Wolf. Ah!
Okay, was muss ich jetzt machen? Hier. Also ein Sparbetrag ist da jetzt nicht. Verjage mit seiner Hilfe drei Werwölfe und sammle ihre Beute ein. Okay. Ja, wenn ich noch nichts gespart habe, rubbel ich noch ein zweites Feld frei. Nehme ich das hier unten. Hier ist auch ein Wolf drunter. Sind die jetzt alle unter den großen? Okay. Soll ich jetzt das letzte große Rubbelfeld machen? Ich habe jetzt zweimal gerubbelt. Okay, dann kommt da jetzt heute nichts rein. Okay. Gut, dann haben wir hier 11, 16, 18 Euro in Auto gespart. Und wir sind mit dem ersten Binder durch und kommen zu Binder Nummer 2 für dieses Video. Genau, und zum Shopping-Spartopf. Genau, und hier starten wir mit Sudoku. Genau, das ist aus einem Set von Susan von Gemeinsam Sparen. Und genau. Hier im Kästchen 1, 2, 3, 4 fehlt noch eine 5. Die kommt hier hin. 5 Euro. 20 sind drin von 150. Seht ihr noch? 6, 7, 8. So viel. 1, hier fehlt noch eine 2. Nee, komm, ich lasse es bei 5 Euro. Plus 5 sind 25. So. Dann streiche ich mal in die zweite Woche. Sudoku 5 Euro und wir kommen zum Sunshine Castle und ihr könnt es schon sehen. Ich habe mir jetzt auch so Klebepunkte besorgt und die schon mal auf die bereits durchgestrichenen Zahlen draufgeklebt. Und genau, das macht es einfach irgendwie ein bisschen spannender, als einfach nur abzustreichen. Genau, das ist nämlich die Abstreich-Challenge, die zu dem Set gehört, wo auch das Sudoku dabei ist. Und hier würde ich einfach mal eigentlich gerne auch 5 Euro reinmachen, aber ich habe dann gleich keine 5-Euro-Scheine mehr. Und ich weiß, dass ich in meinem, also bei meinem Spielgeld auch nicht mehr allzu viele 5-Euro-Scheine habe. Dann machen wir mal. Hier steht, ich soll 15 Euro hier drin. Ah, perfekt, okay, gut. Dann machen wir die 5. Hab den 5 mal nicht gesehen hier auf dieser Seite. So. Mal hier. Ach, komm her. Hätte ich mir ja gut überlegt mit meiner Feinmotorik hier. So. 5 Euro. Und hier kann ich den einen 5er rausnehmen. Ja, okay. Für die Monks hier. Und einen 10er reintun. So getrackt habe ich hier nicht. Okay. Dann haben wir hier Cozy Fall, ein Spiel von der lieben Julia von Jules Budget. Und hier würfel ich einmal eine 1. Und da sind wir bei 5 Euro. Würfel ich ein zweites Mal eine 4. 1, 2, 3, 4. Komme auf die 4 und wir sparen ganz langweilig 9 Euro hier rein, ohne irgendwas erlebt zu haben, also ohne Ereignisfeld. Schade. Plus 9 sind 34, ja. Ich bin mir sicher, 34 Euro. Na toll. 9. Und 5, 7, 9. Okay. Und wir kommen zu den Waldtieren. Das ist ein Patreon-Spiel von der Susan von Gemeinsam Sparen. Also das kriegt ihr
Nicht so im Shop. 8 Karten waren das, glaube ich, ne? Die 8, also die letzte Karte. Das ist der... wer ist es hier? Fuchs. Vertreibe einen Rahmen, in dem du zu dir selbst etwas Nettes sagst, beziehungsweise dir ein Kompliment machst. Spare im Anschluss einen Betrag deiner Wahl. Okay. Ich mag mich für meine Ehrlichkeit. So, das streiche ich ab und spare 1 Euro. Genau. So, nochmal mischen. Und ein zweites Tier. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das war das Würfelspiel, ne? Würfle eine 1 oder 6, also mit einem 6er Würfel. Würfle eine 1 oder 6, dann fängt der Seeadler einen Fisch, streiche ihn ab. Bei einer 2, 3, 4 oder 5 sparst du den Betrag. Eine 1, wuh! Der hat einen Fisch gefangen. Okay, dann kann ich ja noch eine Runde spielen. Die 1. Aha, eine Abstrich-Challenge. Wir haben ja jetzt schon 1 Euro. Da würde sich doch die 4 eigentlich anbieten. Ja, und dann kommen auch hier heute 5 Euro rein. Gut. So. Achso, gab es da eigentlich einen Text zu? Nö, Sparbetrag 30 Euro. Okay. Achso, hier habe ich noch einen Tracker reingelegt. Komm her. Plus 5 sind 16. So, dann haben wir gespart 15 plus 9, 24 Euro für Shopping. Und wir machen weiter mit dem Technik-Spartopf. Und hier habe ich als erstes die Amelia, genau, aus einem Set von Black Roses Design. Und hier habe ich noch 2 Euro drin. Da würde ich dann einmal die 6 ausmalen. Und die 2. Und würde hier einmal 8 Euro reinsparen. Dann kann ich nämlich hier den 2 Euro, das 2 Euro Stück rausnehmen und 10 Euro reintun. Achso, noch 2 können wir streichen. 8 Euro. Genau. Hier darf nämlich etwas Geld rein. Dann kommen wir zu Honey Dice. Hier würfle ich, glaube ich, mit... 2 Würfeln und ich möchte gerne die beiden gelben haben. Was heißt die beiden gelben? Ich habe mehrere gelbe Würfel. Komm her! Hier ist ein gelber. Dann nehme ich hier den, den kleinen. Ist doch okay. Eine 3 habe ich schon mal nicht mehr. Eine 6. Vier habe ich auch nicht. 2 habe ich auch nicht. 3 habe ich nicht. Na komm, eine 5. Gut. Dann kommen hier heute 11 Euro rein. Mal sehen, ob der Platz noch reicht hier. Plus 11 sind 154 Euro. Und den einer tausche ich gegen einen Zweier. 11. So. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal 10, 20, 30, 40, 50. Was ist denn hier drin? 154. Okay. Gut, das kann ich nochmal gegen einen 50er tauschen. Okay, dann die Hawaii-Club-Karte von Kaffee und Quatsch.
Hier, was machen wir? Ich würde mal gerne wieder einen losziehen. Die 215, das sind 8 € in der Quersumme. 8. Ich denn hier noch? 10, 25 €. Das Spiel haben wir noch in Freizeit. Ja. Ich würfel hier noch mal für das für das Schiffe versenken. 3 und 4 hat. Ach, warte, ich brauche einen 6er und einen 4er Würfel. Habe ich noch gemerkt. 4 und 6. Die Kokosnuss sind 5 € und dann kommen hier heute 13 € rein. Sind dann 149 €. Okay, ich habe nur noch ein 2 € Stück. 3 und der 10 kommt hier rein. Gut, dann kommen wir zum Piratenschiffe versenken. Und ich hoffe jetzt nicht, dass wir tatsächlich ein Schiff versenken, weil dann wird es teuer. So, hier habe ich die 9er Reihe und die 10er Reihe schon komplett abgeschlossen. Das heißt, ich würfel nicht mehr mit einem 10er, sondern nur noch mit einem 8er Würfel. Und halt einem 6er, so wie es gedacht ist. Achso, Hawaii-Karte hat 13 € bekommen. Und ich glaube, ich kreuze zweimal was ab. Mal gucken. 1 und 4 hatte ich schon. 7 und 3 sind 2 €. 2 und 6 ist ein Teil von einem Piratenschiff. Traue ich mich nochmal? Weil ich habe jetzt dieses Piratenschiff halt fast voll und dieses Piratenschiff. Da fehlt jeweils nur noch ein Teil. Aber 2 €? Kommt einmal noch. Oh Gott, ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Ah. 8 und 3 sind. Ich bereue es. Ich habe ein Piratenschiff erlegt. Juhu! Und spare dafür 15 €. Gut, dann kommen hier insgesamt 17 € rein. Und die 2 von vorher. Gut. Plus 17. Dann haben wir hier 93. 1, 2, 3 und hier sind 90. Ja. Gut, ich freue mich ja. Ich freue mich, dass ich das Spiel dann auch bald abschließen kann. Dann kann was Neues einziehen. Das ist doch super. Dann habe ich ja knapp über 100 € voraussichtlich im Techniktopf drin. Das ist super. So, Summer Night Tombola. Ich habe noch 4 €. Das ist eine lose Challenge. Wir gucken mal. Genau. Also Freizeit ist für mich jetzt gerade auch nicht so ein wichtiger Topf. Überspringen wir den komplett? Oder weil hier bei den Sparwürmchen, die habe ich hier noch drin, können wir ja kleben für 5 oder 10 €. Ich habe aber nur noch 4. Oder halt rubbeln. Ist halt die Frage jetzt. Rubbeln oder Tombola. Und weil die hier weiter fortgeschritten ist, würde ich den Tombola losziehen. Weil ungewiss ist es auf jeden Fall. Okay, also die Sparwürmchen streichen wir, dann ziehen wir gleich ihn los. In den Techniktopf haben wir 20, 30, 40, 48, 49 € gespart. So, okay, ein Tombola los. Mal sehen. Huh, 156, das sind 6, das sind 12 € in der 12 und in der Quersumme sind es 3 €. Ich freue mich. So, das.
Ach, guck mal, dann habe ich hier in der Reihe 1, 2, 3 stehen. Hübsch. So, das kommt hier wieder rein. Der 1 Euro bleibt einfach drin. Und mein ganzes Geld ist verspart. Seht ihr, dass hier noch was ist? Genau, das habe ich hier zum Wechseln gehabt. Genau, das ist nicht zum Spielen gerade gedacht. Genau, also 3. Das heißt, diese Woche haben wir 3 Euro in Freizeit gespart. Aber da sind auch 100 Euro drin und da ist jetzt nichts geplant. Von daher, genau. Und im Donnerstagsvideo spielen wir dann mein Haus-Spartopf, Hochzeit und Notgroschen. Genau, da schauen wir dann auch mal, wie weit wir kommen mit dem Geld. Genau, so. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und der Binder ist dünner geworden. Dabei habe ich hier jetzt weniger Kleingeld drin als vorher. Achso, dann ist das ganze Kleingeld wahrscheinlich im ersten Binder. Naja, spannend. Gut. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich verabschiede mich und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Wie gesagt, mit Haus, Notgroschen und, was habe ich gesagt? Hochzeitsspartopf. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao.